Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Oktober. Meine lieben Wassermänner, ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. So, meine lieben Wassermänner, wenn ihr meine Videos schon kennt, dann seht ihr, der Tisch sieht ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen mehr bereitgestellt und ich habe es jetzt auch so gemacht, dass ich für jedes Element einen Stein intuitiv gezogen habe, also der auch irgendwie eine Bedeutung für dich haben kann. Und für die Luftzeichen ist das der Rosenquarz. Für die Luftzeichen habe ich für den Oktober den Rosenquarz gezogen. Und ich möchte euch jetzt mal zu diesem Stein hier etwas vorlesen aus diesem Buch hier. Und zwar, so, was haben wir denn hier? Also einmal steht hier Stärken das Herz und die Liebe. Also ganz klar, der Rosenquarz wird dem Herzchakra zugeordnet, ne? Ist eben auch bekannt für die Liebe, also aber auch gerade was das Herz angeht, wenn du Herzbeschwerden hast, ne, also körperlich, auch dafür ist der Rosenquarz gut. Auch alles zur Beruhigung, ne, wenn du gestresst bist oder sonst was, das ist ein sehr harmonisierender Stein. Das ist ein Stein, der eben das Gemüt beruhigt. Wenn du Menstruationsbeschwerden hast, perfekter Stein dafür. Also gerade auch was das Thema Fruchtbarkeit angeht, ne? Sakralchakra, auch dafür ist der Rosenquarz super gut geeignet. So, hier steht jetzt nochmal, der Rosenquarz steht für Treue, Romantik, Liebe, Vertrauen und Harmonie. Daher kann er das Einfühlungsvermögen stärken und zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaft oder Liebe vertiefen, neu beleben bzw. neu entstehen lassen. Er steigert das sexuelle Erleben und die Fruchtbarkeit der Frau. Genau, wirkt auch entspannt und so weiter und so fort. Das andere habe ich ja eigentlich schon gesagt. Also perfekt dafür geeignet. So, schauen wir mal, wohin das Ganze jetzt führt. Ich werde über das Symbolon drei wichtige Situationen für euch legen, die im Monat Oktober eine Rolle spielen. Da fliegen schon ein paar Karten runter und die nehme ich jetzt auch. Noch ergänzend zu dieser Situation eine Message. Okay, was mir hier schon mal. Ja, ist ja kein Zufall, dass ich den Rosenquarz für euch gewählt habe. Ja, okay. Ja, man sieht schon direkt, es geht in ein Beziehungsthema über. Ich habe hier beides mal dreimal sogar, die Venus. Hier haben wir gleich die doppelte Venus. Wir haben sehr weiche Planeten, was schon mal auffällt. Venus, Jupiter, der Mond. Nur der einzige, der da neutral ist, ist dann hier der Merkur. Aber das, was mir hier direkt schon mal auffällt, es geht um Beziehungsangelegenheiten. Ja, also es geht hier wirklich um den zwischenmenschlichen Bereich. Und das kann jetzt natürlich, wie es jetzt gerade auch in dem Text stand zum Rosenquarz, das kann eine romantische Beziehung sein, es kann eine Freundschaft sein, Liebesbeziehung, whatever. Also hier geht es um eine zwischenmenschliche Beziehung und das Thema, was ich hier sehe, ist so ein bisschen so dieses, also generell sehe ich, dass es prinzipiell um Harmonie geht, um Ausgewogenheit, also wirklich auch ein angenehmes, schönes, belebtes Miteinander, also dass man miteinander ausgeht, dass man das kulturelle Leben genießt, dass man den Kontakt untereinander genießt, dass man die Gespräche genießt. Es ist irgendwie ästhetisch, es ist schön, man hat eine schöne Zeit. Also auch das Thema Kultur kommt mir hier stark durch. Also es könnte eben sein, dass du mit einer Person sehr viele kulturelle Veranstaltungen besuchen wirst im Oktober. Das können irgendwelche Ausstellungen sein, das können Events sein, das kann mit Kunst zu tun haben, weil irgendwie kommt mir dieses Thema Ästhetik sehr stark durch. Es kann mit irgendeinem Event zu tun haben, Theater, Varieté kommt mir jetzt auch irgendwie komischerweise durch, Museum, du könntest ins Museum gehen mit jemandem. Also ich sehe, dass man miteinander das kulturelle Leben genießt, ja, also mit einem Menschen. Es kann auch sein, dass du es mit mehreren Menschen hier machst, aber ich sehe eine Beziehung, wo irgendwie die Kultur im Vordergrund steht. Vielleicht geht ihr zusammen auf Konzerte,
Stadtfeste, irgendwie sowas oder ihr besucht Ausstellungen. So, das ist das, was mir hier stark durchkommt. Was ich hier aber auch sehe, ist, dass es kann natürlich die gleiche Beziehung sein, das kann aber auch eine andere Beziehung sein, weil hier kriege ich wirklich rein, es geht um Beziehungen. Also es geht wirklich generell um Beziehungen. Aber hier sehe ich so ein bisschen, dass vielleicht ein bisschen zu viel des Guten da ist. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du auch, gerade beim Wassermann kann das sehr gut sein, dass man das Gefühl hat, dass eine Beziehung einen einengt. Ne? Vielleicht gerade irgendeine Beziehung zu einem bestimmten Menschen. Hier sehe ich das Thema Einengen oder irgendwas ist hier wie eingeengt. Es könnte also sein, dass man wirklich extrem viel Zeit miteinander verbringt. Ja? Also dass man ständig irgendwie aufeinander hockt, immer was miteinander macht. Und du könntest dann, also ich sehe generell den Genuss dessen und ich sehe die Freude auch daran, aber irgendwie scheint es einen Punkt zu geben, wo es dann zu viel ist, wo man dann Abstand braucht. Also das ist das, was mir reinkommt. Es kann sehr gut sein, dass jemand dich sehr stark vereinnahmt oder dass du Angst hast, vereinnahmt zu werden, dass du vielleicht auch selber das machst. Also es kann sein, dass es hier so ein bisschen unausgewogen ist, dass man stark an einer Beziehung hängt oder stark daran irgendwie orientiert ist, festhält und so weiter und so fort. Also du könntest dich von einer Person sehr stark eingeengt fühlen. Das, was mir jetzt auch kommt, ist, es kann sehr gut sein, dass jemand hier so das Gefühl hat, durch Geschenke irgendwie, dass jemand versucht, was gut zu machen durch Geschenke, also durch materielle Dinge. Jemand könnte durch Geld oder durch Aufmerksamkeiten irgendwie versuchen, etwas zu kompensieren oder auszugleichen, was aber irgendwie nicht ersetzbar ist. Ja, also es ist irgendwie so, als würde man mit etwas Emotionales versuchen, durch Materielles aufzufüllen. Oder als würde man versuchen, dich zu kaufen oder dich irgendwie so an dich zu binden. Irgendwie sowas in diese Richtung kommt mir hier durch. Einige werden sich etwas Luxuriöses für das Zuhause kaufen oder geschenkt bekommen sogar. Ich kriege so rein, irgendwie was Besonderes für das Zuhause, irgendwas Schönes, Ästhetisches, irgendwas, was dein Zuhause schöner macht. Das kann ein Kunstdruck sein, ein Bild, das kann ein Möbelstück sein, sonst was. Also ich sehe irgendwas, was dein Zuhause schöner macht oder ein Gegenstand, den du sehr schön und ästhetisch findest. So, dann lasst mich mal schauen, was ich hier noch durchbekomme. Ich glaube auch, dass ein Teil von euch kann auch so ein bisschen zwischen Mutter sein und sozialer Kontakt ausgehen, mit Freunden was unternehmen, mit dem Partner was unternehmen, wenn du einen Partner hast oder wenn du keinen Partner hast, vielleicht suchst du jemanden und du gehst auf Dates. Da kriege ich so ein bisschen rein, dass man sich schwer tut, da die Balance zu finden. Vielleicht, wenn du Kinder hast, braucht da jemand gerade sehr stark deine Aufmerksamkeit. Es muss aber nicht mit Kindern zusammenhängen, es kann auch ein Haustier sein, das kommt mir jetzt gerade auch durch. Also irgendein Tier oder ein Mensch, welcher deine Fürsorge braucht, das kann auch innerhalb deines Freundeskreises oder sogar dein Partner sein, dass hier jemand sehr viel Fürsorge braucht, so habe ich irgendwie das Gefühl. Also jemand von deinen sozialen Kontakten braucht irgendwie eine Form von Fürsorge und das könnte dich vielleicht auch ein bisschen einengen, wo du das Gefühl hast, so, oh, das ist mir jetzt aber zu viel, mich jetzt noch um diese Person zu kümmern. Das kann generell etwas sein, was dir schwerfällt, ne? Da kannst du mal für dich so reinhorchen. Ob es das ist, kümmerst du dich gerne um Menschen? Hast du dieses Mütterliche an dir, dieses Nährende, Gebende? Nicht jeder ist so der Typ dafür. Ja, es gibt Menschen, gerade die Wassermann, Natur ist nicht unbedingt so, klassisch gesehen, die Mütterlichkeit in Person, aber da können natürlich gewisse Aspekte im Horoskop sein, die das wieder wettmachen, ja, also die da wieder so eine andere Energie mit reinbringen, zum Beispiel in einem Wasserzeichen oder in einem Erdzeichen, ne? Das kann sehr gut sein. Aber das, was ich hier sehe, ist, jemand von deinen sozialen Kontakten braucht irgendwie deine Fürsorge,
Kann wie gesagt auch ein Haustier sein und du tust dich irgendwie schwer damit oder du hast das Gefühl, dass es dich irgendwie einengt. Ja? Oder ich glaube, dass das auch so Situationen, deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das können Situationen sein, die so miteinander verwoben sind. Das könnte zum Beispiel sein, dass du mit jemandem hier oft ausgehst, eine gute Zeit hast, jemand anders versucht dich aber irgendwie so wie zu kaufen oder irgendwie so einzuengen. Ja? Das muss nicht durch Geld oder Materielles sein. Es kann sehr gut sein, dass jemand versucht, dich so zu beanspruchen, einen Besitz auf dich zu erheben. Ja, so, du bist mein, du gehörst mir, so ein Besitzanspruch. Und eben, dass jemand hier Fürsorge braucht oder etwas braucht Fürsorge. Denn das ist das, was ich hier sehe, so diesen sozialen Austausch hier, irgendwie gerecht zu werden oder da so die Balance zu finden, das richtige Maß zu finden. Das ist so das, was mir hier stark durchkommt. So, dann schauen wir mal, welche weitere Botschaft haben wir hier, eine weitere wichtige Situation für die Wassermänner im Oktober. Oh, wow, was ist das? Was ist das? Schuldgefühle. Jemand hat hier extreme Schuldgefühle. Ja, extrem. Extrem. Also hier bekomme ich, mir fällt jetzt stark das Jungfrau-Thema auf. Also es könnte sein, vielleicht hast du noch Aspekte in der Jungfrau oder eine Jungfrau in deinem Umkreis. Jemand, der Jungfrau geprägt ist, könnte damit eine Rolle spielen oder es ist irgendwie Thema. Das, was ich aber reinbekomme, ist, dass du irgendwelche Schuldgefühle mit dir rumschleppst. Also da sehe ich wirklich, dass du dich schuldig fühlst wegen irgendetwas. Ja, also extrem kriege ich hier so rein. So das Thema Schuld spielt irgendeine... ich habe das Gefühl, jemand könnte hier ein Geheimnis haben, was diese Schuld schürt oder irgendwie... erklärt, warum man sich schuldig fühlt. Vielleicht fühlst du dich schuldig, weil du etwas verborgen hältst oder etwas zurückhältst, weil mir fällt hier dieses kleine schwarze Buch so da hinten auf. Durch irgendwelche Regelungen könntest du dich schuldig fühlen. Also das Thema Schuld kommt wirklich extrem stark durch bei dieser Situation. So habe ich das Gefühl. Ja, du fühlst dich irgendwie schuldig. Und dieses Thema Schuld, das könnte wirklich extrem sein. Das kann mit was sehr Tiefgreifendem zusammenhängen. Das Thema Schuldgefühle, es könnte sein, dass in diesem Monat irgendetwas passiert, wofür du dich verantwortlich fühlst oder schuldig fühlst. Das kann aber auch nur, sage ich jetzt mal, eine Kleinigkeit sein. Zum Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, du könntest dir vorgenommen haben, eine Diät zu machen. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, brichst du die Regeln. Ja, du hast dir zum Beispiel vorgenommen, ja, ich werde das so und so und so machen und das wird nicht mehr gegessen und dann wirst du irgendwie schwach und dann isst du was. Und dann denkst du so, ja, ich wollte das doch nicht und ich wollte doch damit aufhören. Und ich sehe, du suchst irgendwie extrem die Schuld bei dir oder du fühlst dich extrem schuldig. Ich glaube, dass das sehr tief geht. Also vielleicht könntest du da wirklich ein Thema haben, was du mit aus der Kindheit schleppst, warum du dich schuldig fühlst. Was ich auch reinbekomme, ist, dass dieses etwas machen zu müssen, etwas tun zu müssen, die Dinge richtig machen. Du willst irgendwas extrem richtig machen, aber das funktioniert irgendwie nicht. So bekomme ich das rein. Also mir scheint es so zu sein, als würde diese Sache, wo du so versuchst, etwas richtig zu machen und korrekt zu machen und ordentlich und strukturiert und auf eine gesunde Art und Weise, dass das nicht immer funktioniert. Gerade wenn wir uns was in der Zeit des rückläufigen Merkurs vorgenommen haben, was wir ja jetzt auch im September hatten, sollten wir nicht den Anspruch an uns haben, dass das jetzt festgesetzt ist und das hat jetzt so zu sein. Geben wir uns doch einfach die Flexibilität, dass sich Pläne auch ändern können, weil das ist das, was der rückläufige Merkur tut. Da bringt dich dazu nochmal die Sachen zu überdenken. Also egal, was du hier vielleicht geplant hast oder du hast was versprochen oder sonst was,
Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie was, vielleicht ein Versprechen nicht eingehalten, was du dir selber gegeben hast oder jemand anderem gegeben hast. Und ich kriege das Thema Enttäuschungen auch rein. Ich habe jetzt hier so dieses Herz mit den Schwertern hier noch. Das erinnert mich an die drei der Schwerter. Als würdest du irgendwie das Gefühl haben, du hättest jemanden enttäuscht oder dich selbst enttäuscht. Ja, das Thema Enttäuschung kommt mir ganz stark auch rein. Irgendwas nicht richtig gemacht zu haben. Was ich dir aber sagen kann, ist, da steckt ein Sinn hinter. Ich glaube sogar eine große Lernaufgabe, gerade hier mit Jupiter, dass du etwas daraus lernen kannst. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, für einige von euch könnte das sogar etwas sein, was euch schon länger begleitet. Dass ihr so das Gefühl von Schuld habt oder Enttäuschung, irgendwie sowas. So in diese Richtung geht das. Ja. Und da sehe ich, da steckt ein Sinn hinter. Also irgendwie ein Sinn steckt dahinter. Ich kriege es gerade so rein, dass jemand extrem versucht, den Körper zu verändern. Also jemand könnte hier wirklich extrem versuchen, sehr viel Sport machen, extrem auf die Ernährung achten. Also ich kriege hier so eine gewisse Extremität rein. Das wirkt ein bisschen übertrieben, also so von der Energie her. Das kann hier für ein, zwei Personen wichtig sein. Ne? Gebe ich einfach weiter. Das kriege ich hier so rein. Also so wirklich, dass du so ernst und auch sehr streng mit dir bist. Ja, du bist sehr streng mit dir, das kommt mir hier durch. Und da, du erlaubst dir überhaupt nicht kein Versagen. Um Gottes Willen. Also wirklich, das ist so... wirklich sehr, sehr streng. Und ich glaube, dass das hier etwas ist, was irgendwie einen Sinn für dich hat. Also es könnte sein, dass du einem hohen Ideal hinterher rennst oder versuchst, ein hohes Ideal anzustreben. Vielleicht willst du, dass dein Körper auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussieht. Oder es hat irgendwie was mit deiner Gesundheit zu tun oder... whatever, ich habe das Gefühl, du hast so ein hohes Ideal und das willst du verfolgen und du bist so unerbittlich dabei. So kommt das ein bisschen rüber. Wenn wir die andere Situation nehmen, wo du dich schuldig fühlst, vielleicht in Bezug auf ein Verhalten dir selbst gegenüber oder anderen Personen gegenüber, sehe ich, da steckt eine Lernaufgabe für dich hinter. Es ist wichtig, dass das passiert und du wirst daraus etwas lernen. Und ich habe das Gefühl, im Oktober wirst du einen Sinn dahinter erkennen. Es könnte zum Beispiel der Sinn sein, warum fühle ich mich schuldig, warum fühle ich mich verantwortlich, warum bin ich so streng zu mir? Ja, warum verbiete ich mir bestimmte Dinge? Warum bin ich so selbstkritisch? Ja, das sind solche Dinge, die mir hier durchkommen. Und du wirst einen Sinn erkennen, also du wirst verstehen, warum das so ist. Du verstehst, woher das kommt. So, dann schauen wir mal, was ist denn hier eine weitere wichtige Situation für meine Wassermänner? Oh, was ist das? Was ist das? Das ist ja sehr... oh mein Gott. Oh, oh meine lieben Wassermänner. Ja, ihr werdet ein bisschen von Saturn gequält, ne? Ich habe gerade auch das Vergnügen. Ich habe ja auch einen persönlichen Planeten im Wassermann stehen. Also das ist gleich das, was mir hier durchkommt. Saturn ist ja noch im Wassermann. Vielleicht wurdest du schon gequält und du hast es hinter dich gebracht. Oder du wirst noch gequält. Das ist insbesondere für diejenigen, die jetzt eher so Richtung Februar Geburtstag haben. Aber ich glaube, hier könnte auch wirklich generell so ein Thema sein, was einfach eine Rolle spielt, ja, was wirklich, wirklich eine tiefergehende Sache. Da hatten wir so das Thema Schuld, irgendwas ist hier los, ja. Hier kriege ich wirklich Trauer und Depressionen rein. Hier kriege ich dieses Thema rein, aber ein Lichtblick. Wenn du bisher damit zu tun hattest, Trauer, Depression, ich sehe, das hat einen tiefergehenden Grund. Ich bin kein Psychiater, ich kenne nicht dein psychisches Bild, so sage ich das jetzt mal.
Aber was ich hier definitiv sehe und wenn du da eine Resonanz spürst, dann ist das für dich was, hat damit zu tun, dass etwas eingeschränkt wird bei dir. Etwas, was deine persönliche Freiheit betrifft. Das kann generell das Thema Freiheit sein. Vielleicht fühlst du dich nicht frei. Vielleicht fühlst du dich so, als wärst du gefangen. Dieses Thema, gefangen zu sein, kann bedeuten, dass du gefangen bist in deinen negativen Gedanken. Dass du gefangen bist in deinen negativen Glaubenssätzen. Ich bin nicht gut genug. Ich habe nichts Besseres verdient. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut genug. Ja? Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Solche Dinge. Negative Glaubenssätze. Oder du bist gefangen in einer Situation, wo du gar nicht sein willst. Ein Job, den du nicht machen willst, eine Beziehung, die du nicht haben willst. Eine Umgebung, in der du bist und in der du dich nicht wohlfühlst. Das ist das, was ich sehe. Du schränkst dich ein. Also du erlaubst dir auch nicht, dir da diese Freiheit zu nehmen oder zu geben. Weil meist geht es nur darum, dass wir uns selbst die Freiheit geben. Und ich glaube, dass es bei vielen hier psychisch ist, also dass man wirklich hier negative Glaubenssätze hat, dass man sich selber da limitiert und selbst die Freiheit nimmt. Du beschneidest dich da drin, indem du sowas tust. Ja, das ist das, was mir hier durchkommt. Es könnte sehr gut sein, dass du vor kurzem einen Trauerfall hattest. Es kann sein, dass du dich von jemandem getrennt hast oder jemand von dir, jemand hat dich verlassen, jemand ist gestorben, sowas in diese Richtung. Oder eine Trauer, die noch nicht verarbeitet ist. Das muss nicht unbedingt mit dem Verlust von einer Person zu tun haben. Aber ich sehe hier das Thema Verlust irgendwie. Du könntest Verlustängste haben übrigens auch. Aber ich sehe hier so dieses Thema mangelnde Freiheit, mangelnder Entfaltungsspielraum, irgendwie so in diese Richtung, mangelnde Möglichkeiten, die eigene Individualität zu leben, das wahre Selbst, so wie du wirklich bist. Aus irgendeinem Grund erlaubst du dir das nicht. Mir kommt jetzt hier gerade durch, es könnte sein, dass jemand, das ist für irgendjemanden da draußen wichtig, bei jemandem hat das was mit dem Geschlecht zu tun, also zum Beispiel deine auf was du magst. Ja, das könnte sein, dass du lesbisch bist oder dass du schwul bist oder was auch immer. Es gibt ja alles Mögliche. Das sehe ich auch ein bisschen. Das könnte für jemanden hier auch eine Rolle spielen, dass du dich da irgendwie einschränkst oder irgendwie dir was nicht erlaubst. So oder so, ich sehe hier sehr viel eingeschränkte Energie durch Trauer und Depression. Aber ich habe vorhin gesagt, ich sehe einen Lichtblick. Und das ist er hier. Ihr seht ja schon so von der Farbpalette, wie das hier läuft. Und dann zack, kommt hier so dieser Lichtblick. Und ich sehe, hier öffnet sich was. Und hier öffnet sich dein Geist. Gerade hier mit Merkur, Uranus, als würdest du einen Geistesblitz bekommen. Und du wüsstest, das ist alles Quatsch, was ich mir hier einrede. Das ist wie intellektuelle Freiheit, als würdest du deine Gedanken hier befreien. Absolute Gedankenfreiheit, weil da kann dich keiner einschränken, nur du selbst. Das, was in deinen Gedanken ist, das kann dir keiner vorschreiben, was du zu denken hast. Keiner kann das. Das kannst nur du. Nur du limitierst dich darin. Und das ist das. Ich glaube wirklich, viele von euch haben hier negative Glaubenssätze. Überzeugungen, die ihr mit euch rumschleppt, worüber ihr euch gar nicht im Klaren seid. Wo ihr ein bestimmtes Muster fährt. Und das, wie könnt ihr das erkennen? Wenn ihr zum Beispiel solche Dinge sagt wie, ja, aber. Ne? Wenn jemand zum Beispiel irgendwie was Bekräftigendes sagt zu euch und ihr sagt dann, ja, aber. Und dann kommen solche Sachen wie zum Beispiel, aber das hat bis jetzt noch nie geklappt. Ja, zum Beispiel sowas. Ja, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein. Pünktchen, Pünktchen. Das, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt, das wird es sein. Und da habe ich das Gefühl,
Da geht es darum, das aufzulösen. Und das wirst du jetzt im Oktober. Und wenn es nur eine Sache ist, eine Sache, die du bisher rumgeschleppt hast, du wirst dich davon erlösen und befreien. Und auch hier sehe ich, das nimmt was Positives an. Und auch das hier nimmt was Positives an. Also es wird sich etwas transformieren und verändern bei euch im Oktober. Ja, das sehe ich ganz, 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 ganz deutlich. Ihr werdet euch da euren Geist befreien können. Ihr werdet euch davon lösen können. Ihr werdet euch einfach auch freier fühlen. Jetzt werde ich über die Würfel hier klären, welche überraschende Situation in diesem Monat auf dich zukommt, womit du nicht rechnest. Achtung, es kann ein bisschen laut werden. Womit rechnest du? So viel spirituelle Energie. Wow, krass. Also das deutlicher geht's gar nicht. Fische, dann haben wir hier den Herrscher der Fische, Neptun, und wir haben das Haus, welches traditionell sozusagen den Fischen zugeordnet wird. Das ist das 12. Haus. Also wir haben alles Fischemäßige. Es könnte stark um einen Fisch gehen in deinem Umfeld, wenn du da jemanden hast. Vielleicht hast du selber was in den Fischen. Gerade als Wassermann kann das sehr gut sein, dass vielleicht Merkur oder Venus noch in die Fische rübergerutscht sind. Das ist das, was ich sehe hier. Es geht um Spiritualität, es geht um Liebe. Hier haben wir den Rosenquarz, ne? Es geht um Verbundenheit. Ich glaube, dass die Spiritualität sehr großen Raum einnehmen wird in diesem Monat. Das heißt, du wirst spirituelle Erfahrungen machen. Was ich sehe, ist spirituelles Wachstum für sehr viele. Also, dass ihr spirituell euch da so connecten werdet, dass ihr da so einen Bezug zu spürt. Also die Spiritualität wird euch da irgendwie weiterbringen. Es kann sein, dass ihr selber da mit irgendeiner Praxis anfängt, dass ihr da anfängt, irgendwas im spirituellen Bereich auszuprobieren, dass ihr da, weiß ich nicht, anfängt, Karten zu legen, oder ihr interessiert euch über Aura lesen und ihr wollt einen Kurs machen oder wollt eine, weiß ich nicht, Reinkarnationstherapie, sonst was. Oder ihr träumt irgendwas, ihr habt eine sehr gute Intuition, ihr habt ein sehr gutes Gespür. Ich habe das Gefühl, ihr werdet euch so ein bisschen für das Feinstoffliche öffnen. Alles, was man nicht erklären und greifen kann und was auch rational nicht erklärbar ist. Da habt ihr irgendwelche Eingebungen, und da kann es ganz stark sein, dass man dann als Wassermann versucht, sich das rational zu erklären. Ihr seid ein Luftzeichen, das heißt, es geht um den Geist, um die Gedanken, um den Intellekt. Und da kann es eben sein, dass dann so dieses Fischemäßige hier, wenn das so durchschwappt, ihr das nicht verstehen könnt, weil das ist einfach das Zeichen, was man nicht erklären kann. Fische-Energie ist die unerklärliche Energie. Die ist so kompliziert und gleichzeitig so einfach und simpel, aber so facettenreich. Da spielt einfach sehr, sehr viel mit rein. Und das ist das, was ich hier sehe. Also es ist irgendwie so, es geht viel um Emotionen, Gefühle. Ihr könntet auch sehr empathisch sein in diesem Monat. Also da könnte sich was öffnen. Sehr viel Mitgefühl auch für andere. Und das Thema Tiere kommt mir wieder durch. Also es könnte auch sein, dass du mit Tieren zu tun hast oder dass du dir ein Tier anschaffst, ein Haustier, ja. Oder es geht irgendwie um dein Tier. Du wirst vielleicht viel mit deinem Tier zu tun haben. Das Thema Tier kommt mir sehr stark durch. So, genau. Das lasse ich jetzt hier mal so liegen. Also sehr emotional, sehr spirituell. Jetzt schauen wir mal, was die Orakelkarten ergänzend dazu so sagen für die Wassermänner im Oktober. Hier haben wir die Zwillingsenergie. Also Zwillingsenergie könnte hier was bedeuten. Ich sehe aber, viele Gespräche werden stattfinden. Du wirst über Gespräche mit anderen Menschen auch Neues lernen, und ich sehe auch ein Netzwerk irgendwie aufbauen. Du könntest sehr stark neue Kontakte knüpfen. Gerade hier bei dieser Entschuldigung, bei dieser ersten Situation. Jetzt musste ich einmal kurz einen Schluck trinken. Gerade bei dieser ersten Situation sehe ich dich ja sehr stark im Austausch mit anderen Menschen, und ich glaube, da sind sehr, sehr gute Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen.
Ich sehe, du bist auch neugierig. Also du hast auch Lust, Neues auszuprobieren und Neues zu lernen. Also es könnte zum Beispiel sein, das Thema Kultur. Du hast Lust, was ganz Neues dir anzuschauen. Eine neue Musikrichtung bei einem Konzert. Eine ganz neue Ausstellung in einem Museum. Ja, sowas irgendwie. Weil Kultur kommt mir wirklich sehr stark durch. Und das ist das... Du könntest auch zum Beispiel einfach sehr viel lernen in diesem Monat, ja. Also, dass du neugierig bist, lesen kriege ich auch rein, also viele Bücher lesen. Könnte auch sein, dass du schreibst, also dass du Dinge über Worte verarbeitest. Das ist das, was mir hier so durchschwappt, sehr viel auch über die Kommunikation, über den Intellekt, Neues lernen, verarbeiten, weiterentwickeln, das ist das, was mir kommt. So, schauen wir weiter. Gerate außer dich. Was ist das? Vollmond im Löwen, gerate außer dich. Ich glaube, einmal das Thema Selbstbewusstsein kommt mir hier stark durch. Das ist ja auch gerade das, was der Löwe repräsentiert. Nur Selbstbewusstsein, Stärke. Gerate außer dich. Ich glaube, aber... ist super interessant. Ich kriege das Thema rein, was eigentlich nichts mit dieser Energie zu tun hat. Aber dieser Satz, ich habe jetzt an außerkörperliche Erfahrung gedacht. Also alles, was außerhalb deines Körpers ist. Zum Beispiel ein bestimmter Traum, eine Vision. Also irgendwie so, als würdest du wirklich von außen dieses Spirituelle hier empfangen. Ja, das ist mir gerade noch gekommen. Gerade außer dich sehe ich auch viel ausgehen. Also... viel am sozialen Leben teilhaben, mit verschiedenen Menschen treffen, also nicht immer nur auf eine Person fixiert sein. Das könnte nämlich hier dieser Fall sein, weil deswegen, mir kam das hier mehrere Personen. Ich glaube, du wirst ausgehen, das Thema Spaß kommt mir auch durch, gerade auch beim Löwen. Also auch, dass du viel Spaß hast mit anderen Menschen und mit deinen Kontakten. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben für euch, Wassermänner, im Oktober. Für die Wassermänner, oh, gleich zwei und da sind die Federn gleich weggeflogen. Meine Deko fliegt hier weg, das ist nicht gut, obwohl ja, ihr seid bereit zum Abflug, Element Luft, ne, fliegen. Hier haben wir... auch ein Vogel, aber nicht unbedingt ein Vogel, der immer fliegt. Hier haben wir den Schwan, hier haben wir Compassion. Compassion, ne, auch so dieses Miteinander, Mitgefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe das Gefühl, Mitgefühl, dass ich hier mal in dieses schlaue Büchlein schauen sollte. So, und zwar Compassion. Genau, also Mitgefühl für andere und für dich selbst. Genau, vielleicht warst du in letzter Zeit nicht so freundlich oder warmherzig, gerade auch mit dir selbst oder hast dich selbst auch nicht so gut verstanden. Jetzt schaut mal, ich brauche es gar nicht weiterlesen. Also Compassion, mehr Mitgefühl mit dir, mit anderen, vor allem mit dir. Ich sehe, hier ist viel Schuld und hier ist viel Belastung, die du mit dir rumschleppst, ja. Und ich glaube, dass darum geht es, auch gerade Mitgefühl mit sich selbst zu haben, Verständnis für sich selbst zu haben, nicht so streng mit sich selbst zu sein. Meistens die Personen, die sehr streng sind, auch mit anderen, sind auch streng mit sich selbst. Und das ist das, was ich hier so ein bisschen sehe. Also du wirst ein bisschen weicher und gerade diese Fische-Energie, ich glaube, du wirst auch gefühlvoller. Es könnte zum Beispiel sein, dass dich Dinge einfach mehr berühren werden in diesem Monat. Dass du emotionaler wirst, damit rechnest du vielleicht nicht. Es könnte sein, du siehst irgendwas und das rührt dich so zu Tränen und du denkst, was ist denn jetzt los? Warum heule ich denn jetzt? Das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Irgendwie so in diese Richtung. Das nehme ich hier für dich wahr. Wir haben das Eternal Self. Jetzt lass mich mal schauen, was das hier bedeutet. Genau, das Selbst hinter dem Ego, hinter der menschlichen Form, das, was hinter dem Tod noch überlebt, ja, also das unsterbliche, ewige Selbst, ja, das, was immer da ist, das ist deine Seele. Ich glaube, du wirst auch viel dich mit deiner Seele verbinden, dass du, ja, gerade dieses hier, ne,
Fische, so viel Fische-Energie. Ich glaube, dass du wirklich sehr emotional und sehr gefühlvoll und auch sehr spirituell unterwegs bist in diesem Monat. Und dass du dich auch viel mit so Themen, so was will deine Seele, was ist dein Seelenweg, was ist das, was deine Seele möchte, nicht das, was die Gesellschaft will, ja, was will ich denn, auf welchem Pfad bin ich denn hier? Das ist so das, was mir hier durchkommt, ganz, ganz stark, dass das etwas ist, womit ihr zu tun haben werdet in diesem Monat. Welche Göttin begleitet die Wassermänner im Monat Oktober? Die Sonne. Guckt mal, egal was passiert, die Sonne scheint. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Jemand könnte hier tatsächlich in die Sonne fliegen, dem Herbst entfliehen, bekomme ich auch rein. Also einen Urlaub in der Sonne machen, ein paar Sonnenstrahlen noch genießen. Und ich sehe aber, egal was ist, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Die Sonne ist mit dir, die Klarheit ist mit dir, die Wärme ist da. Gerade hier auch Löwe-Energie kommt mir hier stark auch noch durch. Also du bist auf der Sonnenseite des Lebens, egal wie hart es hier ist. Du verlierst auch nicht den Optimismus. So, was haben wir hier noch für die Wassermänner? Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Also vielleicht ist hier irgendetwas, wo du auch stärker auf deine Intuition hören sollst oder darfst. Gerade wenn du hier feinere Antennen bekommst. Ich glaube, da wird was in dir erweckt, was schon da ist, in deiner Seele. Und wenn du merkst, dass etwas oder jemand dir nicht gut tut, dass du das spürst, du merkst, hey, aus irgendeinem Grund, du kannst es nicht erklären, weißt du, dass eine bestimmte Sache oder etwas dir nicht wohlgesonnen ist oder dass das nicht die beste Wahl ist für dich, du solltest eine andere Wahl treffen und du spürst das einfach und du kannst das nicht erklären. Und das kann rational gesehen total idiotisch sein, aber vom Gefühl her merkst du, da ist irgendwie was vielleicht nicht in Ordnung und da solltest du auch darauf hören. Wir schauen mal weiter. Wir haben den Wasserflug und das, wow, guck mal, wie das zusammenpasst. Flug, Element Luft, Wasser, Element Wasser. Also wir haben die Gefühle und wir haben den Intellekt. Und gerade so der Rosenquarz, ne, hat was sehr Gefühlvolles, Emotionales, ja, was Weiches, was Feminines und Sanftes. Und das vereint diese Karte, finde ich. Die Schwere fällt von dir ab. Die Last, die du auf den Schultern trägst, fällt von dir ab. Du fühlst dich leichter. Ich glaube, hier wird viel sein, wo du so diesen Moment hast, aha, und das befreit dich und du fühlst dich leichter von diesen ganzen negativen Schwingungen hier. Ja, das ist das, was ich für euch sehe. Also wirklich sehr, sehr schön, eine sehr positive Entwicklung. Und das war eine sehr lange Nachricht für euch und das war es auch schon, meine lieben Wassermänner. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter diesem Video verlinkt. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ihn abonniert, einen Daumen hoch da lässt, einen lieben Kommentar. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch etwas spenden. Die Infos dazu sowie die verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, findet ihr immer unter meinen Videos verlinkt. Und ich wünsche euch allen, meine lieben Wassermänner, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.